Name ist Gudrun Sentes, ich bin seit 2012 Mitglied des Landtages bei den Grünen und in der Fraktion zuständig für die Weiterbildung und die Bergbausicherheit. Ich bin in meiner Elterninitiative zum intensiven Kennenlernen von Politik gekommen und dann war mein Entschluss ziemlich bald klar, dass die Grünen meine Heimat werden. Ich bin dann auch, nachdem ich meine Vorstandstätigkeiten in der Elterninitiative beendet hatte, 1998 angefangen, ehrenamtlich für die Grünen zu arbeiten, dann auch Ende 1998 in die Partei eingetreten, sofort Kassiererin im Kreis geworden und 1999 in den Stadtrat und in den Kreistag von Düren eingezogen. Themen, wo ich besonders verbrenne, das ist einmal der Bergbau, insbesondere der Braunkohlenabbau im Rheinischen Revier. Was dort alles mit Menschen passiert, was dort alles mit Umwelt passiert, ich glaube, das wissen viele nicht. 30.000 Menschen mussten mittlerweile umsiedeln, zwangsumsiedeln, oder man kann auch sagen, wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Und wir sind eigentlich dafür, dass man da mal genau jetzt hinguckt, ob wir das noch brauchen, ob man nicht den Ausgleich, der uns fehlt, an Energie mit erneuerbaren Energien vorantreiben könnte, um auch weiteren Menschen am Tagebau Garzweiler, das steht jetzt an, die Umsiedlung von weiteren 3.000 Menschen, damit die wenigstens ihre Heimat behalten können. Und das andere Thema ist natürlich die Weiterbildung. Jetzt natürlich im Speziellen im Bildungsbereich, ein Bereich, der sich anschließt für viele erst an die Schullaufbahn. Und da müssen wir noch einiges tun, damit ein lebenslanges Lernen auch für Menschen in meinem Alter noch wirksam ist. Ja, nebenbei bin ich noch in der katholischen Kirche engagiert. Ich bin in Abenden, meinem Heimatort, im Pfarreirat tätig, mache da auch Lektorendienste und ich darf auch als Kommunionhelferin tätig sein. Ja, bis 2012 habe ich fast 40 Jahre lang unterbrochen durch Elternzeiten als Beamtin mein Geld ganz brav im Finanzamt Düren verdient. Wenn ich mal frei habe, dann freue ich mich ganz in Ruhe, mit meinem Mann eine Tasse Kaffee zu trinken oder wenn die Kinder zu Hause sind, mit denen ganz lange Gespräche führen. Und wenn wir dann zusammen noch ganz viel Zeit haben, dann fahren wir auch gerne mal mit den Rädern. Vor allen Dingen fahren wir gerne mit den Rädern im Sommer in Urlaub. Letzten Sommer sind wir die Ems runter bis zur Nordsee und auch noch ein Stückchen an der Nordsee entlang. Und hatten dann noch eine letzte schöne gemeinsame Woche an der Küste.